Ja, das Team von Hund, Katze, Specht sagt Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns heute aus dem Katzenhaus im Tierheim Koblenz. Frau Höfer ist im wohlverdienten Urlaub. Vermisst er Sie schon, Christiane? Sie hat's verdient, ne? Und so ohne Chef ist ja auch mal ganz nett, oder? Ja, ganz ohne geht's natürlich nicht. Ich habe gedacht, keine Sendung ohne Frau Höfer. Wir haben da was gebastelt, ne? Damit auch sie schön. Also nicht ganz untergeht, bleibt sie denn auch stehen. Ich weiß nicht. Das hätte man vorher auch mal proben können, ja, hätte ne? sie jetzt gesagt. So, na, also auf jeden Fall Frau Höfer heute auch mit dabei, guckt die ganze Zeit grimmig, ob ich auch richtige Fragen stelle. Zum Beispiel fangen wir mal an, wie alt ist denn das Kätzchen? Udo gilt es heute vorzustellen. Genau. Letzte Woche hatten wir den Katzenkindergarten mehr oder minder und jetzt haben wir schon, ja, Senior, darf ich das so sagen? Ja, wie alt ist doch, Udo? Senior kann man schon mal sagen. Senior ist ungefähr 10 Jahre alt. Mhm. Und ist halt gefunden worden und hatte sogar einen Chip, aber der war nicht registriert. Ja, das ist natürlich dann dämlich, nicht? Also, ja, gut. Und es hat sich aber auch tatsächlich kein Mensch bei uns gemeldet, der Udo vermissen könnte. Er war tatsächlich auch in einem sehr schlechten Zustand. Ja. Also total verhungert, abgemagert und seine Augen waren auch nicht so schön. Er musste nämlich eine Augen-OP auch kriegen, das heißt, er hatte ein Rolllid. Das Lid hat sich nach innen gerollt und hat immer auf der Hornhaut geschabt. Mhm. Und das ist aber jetzt alles super abgeheilt. Er kriegt noch täglich Augensalbe, damit auch die Trübung der Augen wieder zurückgeht. Ja, und aber ansonsten ist der Udo einfach Schmusekätzchen. Möchte gerne den Mensch für sich alleine haben. Er macht ja auch auf sich aufmerksam. Ne? Als wir, ich habe anfangs gedacht, der faucht mich an oder so, weil durch die Glastür irgendwie so die ganze Zeit mau, mau. Aber der ist wirklich fast schon aufdringlich, was Schmusen betrifft, oder? Ja. Ja, doch, das ist er. Er möchte gerne, wie gesagt, den Menschen für sich alleine haben. Also er kommt mit anderen Katzen gut zurecht. Aber wenn dann der Mensch ins Spiel kommt, dann kann er auch gerne mal austeilen und sagen, hey, das ist mein Mensch. Also er beansprucht den Menschen. Okay. No. Okay. Wie ist eigentlich, die Frage klingt jetzt lächerlich, aber wie ist der Unterschied, wenn ich mich jetzt für eine Katze entscheide, im Unterschied zu einem jungen Kätzchen, zu einem alten Kätzchen? Jetzt sag nicht das Alter, sondern gibt es auch Unterschiede, wie ich mich im Prinzip, ja, was für ein Zuhause ich meinem Kätzchen dann schaffen muss? Ja, auf jeden Fall. Also doch nicht so dumm die Frage, ne? Frau Höfer, ja, so. Nein, auf jeden Fall. Also junge Katzen, die brauchen meistens noch einen Spielpartner. Alles, was unter einem Jahr ist, sollte schon noch einen Spielpartner haben. Ja. Und alte Katzen können auch gerne einfach mal, wie soll ich sagen, kauzig sein. Mhm. Also wie so der Opa, ne? Wie der Opa oder der Oma, die haben halt ihren eigenen Sinn, die haben ihr Leben gelebt. Wir wissen ja oft nicht, woher sie kommen. Mhm. Waren sie zu Hause, waren sie immer ein Draußengänger, ne? Dass sie viel draußen waren. Ne, Udo, würdest du auch was sagen? deswegen, sie sagen es uns ja nicht, wenn sie zu uns kommen. Ne? Ja. Also das heißt auch, eher die Ruhephase dem alten Kätzchen geben. Also das heißt dann nicht vielleicht die kleinen Kinder irgendwie im Haus haben, sondern dann also so meinem Lebensstil das Haus dir anpassen. Genau, das ist zum Udo zum Beispiel, da sollte jetzt kein 3- oder 4-jähriges Kind mehr dabei sein. Das würde stressen. Wenn es ein Kind ist, was vielleicht 7, 8 ist, aber auch eher ein ruhigerer Vertreter der Kinder ist, dann hat er, glaube ich, überhaupt gar kein Problem damit. Mhm. Er möchte halt, wie gesagt, gerne viel dabei sein, viel Aufmerksamkeit haben. Ob das jetzt nur eine Person ist oder eine ganze Familie ist, ist ihm, glaube ich, egal. Aber das heißt, ein gemütlicher Fernsehabend auf dem Sofa ohne Udo ist gar nicht mehr vorstellbar, nein, oder? Ja, aber das will man ja auch haben. Ne? Man möchte in der linken Hand die Chipstüte und in der rechten Hand das Kätzchen. So hat es eigentlich. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Udo auch gerne mal einen Chip probieren würde. Also da muss man aufpassen, er ist sehr hungrig. Okay, gut, jetzt ich wollte noch auf eins zurückgehen. Du sagtest gerade eben, er war in einem schlechten Zustand. Das heißt, er war längere Zeit alleine, also auf sich gestellt und tigerte draußen rum oder was war da genau gemeint? Also sehr wahrscheinlich, dass er da alleine draußen rum getigert ist. Also er war abgemagert, hatte einen fürchterlichen Hunger. Wir haben auch schon fast gedacht, dass er eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Okay. Das haben viele ältere Katzen, aber das ist nicht der Fall. Seine Blutwerte sind ja wie ein junges Kätzchen. Und nein, er war abgemagert, denkt immer noch, er kriegt zu wenig zu essen. Denke ich auch, das ist alles gut, Udo, das ist nun mal so, ja. Aber er ist ein guter Esser und das hat er jetzt auch schon wieder ordentlich auf dem Rippen. Er sieht auch wieder gut aus, das Fell war völlig stumpf, hatte keinen Glanz.
Und ja, wie gesagt, das mit den Augen hat ihn natürlich auch gestresst, dass ja, die immer was reibt. Die sind so ein bisschen milchig. Bleibt es so oder hätte jetzt beinahe gesagt, verwächst sich das, Frau Höfer, jetzt wäre wieder ein blöder Spruch gekommen. Nein, wie heißt das? Geht es wieder weg so? Ja, also es ist schon ein großer Teil zu, wieder weggegangen. Mhm. Die waren wirklich sehr, sehr milchig und fast auch schon blutunterlaufen. Und durch die OP, dass es halt einfach das Lid gekürzt worden ist auf gut Deutsch, und halt die tägliche Augensalbe, ist es schon wieder gut weggegangen. Ob es jetzt wirklich komplett weggeht, glaube ich nicht. Okay. Aber das beeinträchtigt ihn gar nicht. Wollte ich gerade sagen, ne? Genau. So, weil im ersten Moment habe ich dich ja auch gefragt, ist er blind oder sowas? Mhm. Aber nein, also den Sehen tut er ganz normal. Ja. Ne? So. Das heißt, weil er jetzt lange draußen war, sollte Udo dann auch Freigänger bleiben? Ja. Unbedingt. Also okay. Er möchte mindestens einen Garten haben, wo man sich die Sonne auf dem Pelz brezeln lassen kann. Ne? Und jetzt, wo das Wetter sowieso wieder schöner wird. Ne? Udo, also das sollte auf jeden Fall da sein. Perfekt. Ja, wenn Sie mehr über Udo erfahren wollen, meine Damen und Herren, dann melden Sie sich doch hier einfach im Tierheim Koblenz und adoptieren Sie ihn doch einfach, wenn Ihnen der Stubentiger gefällt. Was passt eigentlich gar nicht wie Topf auf Deckel oder Deckel auf Topf, wenn wir jetzt über Mäuse reden? Udo, du hältst richtig immer die Tatzen in die Ohren, dass du das jetzt hier gar nicht mitkriegst. Aber wir wollen auch die kleinen Nager nicht vergessen und geben ihnen jetzt auch eine Plattform hier bei Hund, Katze, Specht. Ihr habt nämlich einiges an Nagern da. Was denn genau? Genau, das sind 6 weibliche Mäuse, die wir jetzt gerne vorstellen möchten. Und das kleine Manko in dem Sinne ist, dass sie alle weiß sind. Okay. Und das minimiert tatsächlich die Vermittlungschancen, weil wer Mäuse hält, möchte gerne eine bunte Truppe haben und halt nicht 6 weiße Mäuse. Das ist sehr, sehr schade, weil auch sie möchten natürlich ein tolles, artgerechtes Zuhause haben mit viel Platz, also nicht in so einem kleinen Käfig, sondern viel Platz, viel Abwechslung, dass man da das Gehege auch ständig neu einrichtet, ne, und umstellt, noch neue Dinge reinbringt. Ja, und das ist halt leider sehr schade, dass deswegen nur wegen der Farbe, wie bei den schwarzen Katzen, die weißen Mäuse halt keine Verbindung. Umlackieren sollte man ja nicht, ne? Also von daher, ich habe mal mitgemacht, unser Dorf soll schöner werden, hatte ich mir, als ich noch Haare hatte, die Haare mit Henna gefärbt, aber wir haben trotzdem nicht gewonnen, aber egal. Also das heißt, die 6 Weiber sollen auch zusammenbleiben? Ja, oder wie sollte man überhaupt die Mäuschen dann halten? Ja. Ja, also es sollte ein großes, wie sagt man es, Aquarium sagt man nicht, weil ist ja kein Wasser drin, ne? Stimmt. Gasbehälter, klingt jetzt, was ist es denn dann? Also Aquarium so, ohne Wasser im Prinzip, ne? Also, genau, also Terrarium? So. Ja, es kann auch eine große Voliere sein. Es ist wichtig, dass sie dann natürlich eine Buddelkiste haben, wenn es nur eine Voliere ist, wo halt nicht viel Einstreu drin ist. Dann sollte eine Buddelkiste vorhanden sein, damit sie sich auch natürlich ihren Grabtrieb ausleben können. Und ansonsten kann aber auch gerne ein Aquarium ohne Wasser quasi umfunktioniert werden. Genau, ich glaube, man nennt es neudeutsch Nagarium. Okay, wieder was gelernt, gucke an. Genau, und es sollte aber natürlich schon eine schöne Größe haben, damit die auch laufen können, sich bewegen können, ne? Weil das brauchen sie auch, genau wie die Kuschelstunden untereinander. Mhm. Deswegen, eine Maus alleine geht gar nicht. Ja, deswegen, was wäre denn so, sage ich jetzt mal, klar sollte man dann Männlein, Weiblein vielleicht fern voneinander halten, aber was wäre so die richtige Truppe bei den Mäusen? Also mindestens 3, wobei 3 ist schon wirklich eine kleine Truppe. Deswegen, die 6 ist eigentlich schon super. Eine super Größe, man braucht keinen Riesen, also man braucht kein Zimmer. obwohl wir aber gerade bei Zimmer sind, im Zimmer von den Kindern sollte es natürlich nicht stehen, wie die Hamster auch. Nachtaktiv oder wie ist das mit den Mäuschen? Ja, Dämmerung auch auf jeden Fall. Und wenn sie dann doch mal nachts unterwegs sind, werden die Kinder einfach gestört. Das ist logisch, das macht ja auch ein bisschen Geräusch, wenn dann so 6 Nager irgendwie da rumscharren, machen, tun. Ja. Futtermäßig, was frisst so eine Maus? Jetzt den Käse oder muss ich da Spezialfutter nehmen? Gibt es auch Leckerlis? Wird so eine Maus überhaupt zahm? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Mäuse können tatsächlich zahm werden. Okay. Man muss sich natürlich Zeit und Geduld nehmen. Das sind keine Kuscheltiere, sind Beobachtungstiere. Das ist ganz wichtig, was man auch den Kindern dann natürlich beibringen muss, wenn es dann halt zu Kindern kommt. Ja, und ansonsten gibt es tatsächlich Mäusefutter, was man im Handel kaufen kann. Und da ist dann halt alles drin. Ne? Da sind dann die tierischen Proteine drin. Also ja, Mäuse sind auch Allesfresser. Okay, ja, das ist ja auch interessant. Also im Prinzip auch Fleischfresser im Prinzip. Genau, ne? Genau. Also auch Fleischfresser,
Fleischfresser, genau wie schweres Pflanze- Wort. Fresser, ja. Ne, Frau Höfer, ja, das wäre jetzt schon wieder. So, guck mal, wie sie guckt, guck mal, wie sie guckt. So. Genau, ja, und das ist halt, das ist einfach alles drin und das sollten sie dann natürlich auch bekommen. Und ja, dann ihre Kuschelecken, wie gesagt, Buddelkiste, eine Sandkiste, weil die baden dann im Sand. Komm, ne? Okay. Genau, machen so ihr Fell sauber mit Vogelsand, also nicht Vogelsand, sondern Chinchillasand. Ja, ja. Genau, und das brauchen die dann einfach. Ich meine, ihr gebt ja sowieso den richtigen Führerschein, sage ja. ich immer, mit, wenn Fragen sind. Und alleine nur die Farbe, da kommt es ja eigentlich gar nicht drauf an, sondern, ich wollte gerade sagen, sondern einfach ja, als Beobachtungstier. Und ich finde, vielleicht fallen sie ja dann auch wunderbar auf. Ja, wenn Sie Interesse an den sechs Weibern haben, melden Sie sich einfach auch hier im Tierheim Koblenz. Das war's auch schon wieder. Wie war es denn so mit der Chefin im Knick? Nein, man hat, aber es ist ja irgendwie so, die Gänsehautmomente sind da. Man hat immer Angst, aber was Falsches zu sagen. Es lässt einen nicht los. Nächsten, wir sind ja Profis. Wollte gerade sagen, ne? Auch da, guck mal, jetzt lächelt sie schön. So, nächsten Sonntag sind wir natürlich wieder für Sie da, Ostersonntag, mit einer Spezial-Osterhasen-Sendung. Da sollten Sie auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Wir sagen vielen, vielen Dank, Christiane. Vielen, gerne. Vielen Dank, Udo. Vielen, vielen Dank an die Mäuschen. Und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Das tierische Zuschauerfoto der Woche wird Ihnen präsentiert vom Globus Lahnstein. Unsere Zuschauerin Flora hat uns das heutige Foto der Woche zugesandt. Gestatten, wir sehen hier Trudi, die frech in die Kamera grinst. Danke für die tolle Einsendung. Und haben auch Sie ein lustiges Foto von Ihrem Haustier, dann nichts wie her damit. Sie senden es, wir zeigen es. Und wenn es das Foto in die Sendung schafft, gibt es einen Einkaufsgutschein vom Globus Lahnstein. Wir drücken die Daumen.